So, mit der ganzen Family da? Ja. Alles gut, viel Spaß. Danke. Wir haben jeden Tag gehört. Also es ist eine super Aktion. Wir sind von Rastenberg jetzt hierher gefahren. Ich habe voll Gas gegeben, dass wir es noch schaffen. Die Kinder freuen sich riesig. Super, ganz toll. Wir haben schon drauf gewartet, wann die Eishalle kommt. Hm? Also Baby, das klappt? Ja, sehr gut. Gut, dann viel Spaß. Danke. Wenkes Ferienfreizeit auf Antenne Thüringen. Die letzten Sekunden, bevor eröffnet wird. Die Schlange ist schon da. Unsere liebste Kollegin an der Kasse. Darf ich nach dem Namen fragen, ihren Vornamen? Die Melita Teichmann. Die Melita. Einen Kaffee könnte ich jetzt auch gebrauchen. So, unser allererster Gast. Darf ich schon so ein Ticket bekommen, Melita? Oh, perfekt. Du bist der? Joel. Joel, wo kommst du her? Aus Saalfeld. Kannst du das richtig? Teilweise. Und wie sieht's mit deiner Mama aus? Noch nicht so. Ich probier's halt mal. Wie heißt das Codewort? Hallo Antenne Thüringen. Ich bin dermaßen begeistert. Mama nochmal abfragen. Hallo Antenne Thüringen. Müssen wir Melita angucken, ob sie nickt? Melita nickt. Ihr wisst, wo es lang geht, das weiß ich jetzt auch. Habt ganz viel Spaß und jetzt holt euch euer Ticket. Ihr habt den ganzen Tag freien Eintritt. Ah. Melita macht das Eislaufen zum Genuss. So, Joel und ich, wir sitzen jetzt hier und bereiten uns gerade vor. Die Schlittschuhe werden gerade angezogen. Joel war natürlich wieder schneller als ich. Wo ist denn deine Mama, die Andrea? Drückt sie sich? Nein, sie wird sich nur am Pinguin. Am Pinguin, unseren Hilfspinguin. Wie oft ist denn deine Mama schon gefahren? Das ist jetzt das erste Mal, glaube ich. Joel, du machst das schon, oder? Naja, teilweise. Das erste Mal diesem Jahr Eis und dann Füßen. Der Joel wird uns jetzt zeigen, wie das funktioniert. Kommen die ersten Fahr- oder wie sagt man da, Rutschstunden kriegen wir jetzt auf die Reihe. Mama macht es schon sehr gut. So, jawohl. Warte mal, was sind die Tipps, die Sohnemann gibt? Die Füße schräg, dann halt am besten. Halt. Ja, genau, so sieht's gut aus. Immer ein bisschen hin und her. Ich will ein bisschen mitnehmen hier. So, bei mir ist immer ein bisschen schwierig, dass man mit dem Bänden. Und da kommen sie gerade. Andrea, was ist für ein Gefühl zum ersten Mal hier auf dem Eis groß? Sehr wackelig. Okay, also wenn Andrea ein bisschen lockerer ist, vielleicht können wir dann mal ein kleines Duett hier fahren. Da hakeln wir uns ein und krachen dann zusammen hin. Also sie hat noch keinen weißen Popo. Das ist nämlich immer das sichere Zeichen. Man erkennt, dass hier irgendwie man gestürzt ist. Und sie rutscht so langsam vor sich hin. Ich nehme euch mal mit nach vorne. Ja. Draußen ist sie jetzt ohne diesen Bären. Ich weiß auch nicht so recht. Los, komm, wir stellen die mal darüber. Wir machen das jetzt mal zusammen. Du hast die Handschuhe, ich habe ein bisschen das Gleichgewicht. Jawohl. So, und wenn wir jetzt abschmieren, dann gibt's was zu erzählen. Warte mal, hier rüber. So. Es geht. Anstrengend, aber es geht. Es klappt fantastisch. Wir sehen aus wie, ja, Eiskunstlauf. Außen auf der Außenbahn trainieren die Profi, sage ich mal, und wir hier auf der Innenbahn, wir haben so dieses Gefühl von heimelig und muckelig. Wir können ja auf unserer kleinen Eisbahn machen, was wir möchten. Und das Schöne, es gab bis auf ein paar Hinfaller bei mir, jetzt mit einer nassen Hose, jetzt nichts weiter Besonderes. Das Schöne, alle Fingerchen sind noch dran und ein riesen Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und gesagt haben, ja, ich mache heute kostenlos mal ein bisschen Schlittschuh fahren in der Gundermann-Störnemann-Halle. Und alle haben schon gefragt, was ist denn das nur morgen? Wo geht's denn morgen hin? Wo geht's morgen hin? Kurz nach 7 gibt's die Antwort. Ein Tipp schon mal. Es geht raus und es gibt wahnsinnig viel zu gucken. Ihr seid der Meinung, das war? Ja!